Branitzer Park bekommt neue Wege. Im Branitzer Park finden derzeit Wegbauarbeiten statt. Betroffen sind die Wege an der Westseite des Schlosses und des Blumensees. Auch die Brücken zwischen dem Schlossgarten bleiben vorübergehend gesperrt. Vor Ort führen Schilder um das Schloss herum. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im Juni fertig sein. Cottbuser Musikschüler haben erste Hürde gemeistert. Etwa 80 Schülerinnen und Schüler des Konservatoriums Cottbus präsentierten sich beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert. Dabei haben sich 41 Schüler für den Landeswettbewerb qualifiziert. Auch Clara Last mit ihrer Viola ist unter den Gewinnern. Sie erhielt die Höchstpunktzahl und sogar noch einen Sonderpreis. Am 21. März beginnt dann der Landeswettbewerb in Eberswalde. ProBahn stellt Forderung. Der Fahrgastverband ProBahn fordert schnellere Verbindungen innerhalb der Lausitz. So erhofft man sich einen Ausbau der Bahnstrecke Cottbus-Dresden, Berlin und Leipzig. Demnach sollen Fahrzeiten von maximal 90 Minuten eingehalten werden. Auch eine Lausitzer Regional-S-Bahn zur Verbindung der brandenburgischen und sächsischen Teile der Lausitz werden gefordert. So wolle man eine bessere Vernetzung der gesamten Lausitz schaffen.